Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred eigentlich. Eine Episode, die ich schon etwas eher hätte machen können. Ich habe es gerade erst mitbekommen. Nämlich, dass die Super-Valkyrie offiziell von Supercell vorgestellt wurde in einem japanischen, ich glaube es war Ask Me Anything, so etwas mit dem japanischen Community-Manager und mit Darien. Und da haben sie, falls es jemand nachgucken möchte, ich verlinke es euch hier drunter, bei Minute, beziehungsweise bei Stunde 1, also nach einer Stunde, eine Minute, 25 Sekunden, haben sie die Super-Valkyrie vorgestellt und die gucken wir uns jetzt natürlich mal an. Und die soll dann wohl auch im nächsten Update kommen, was ja jetzt kein September-Update mehr geworden ist, sondern ein Oktober-Update wahrscheinlich wird. Vermute ich mal, sie können es ja nicht noch weiter vorherschieben. Sie haben ja auch gesagt, in dem Update wird dann nichts fürs Nachtdorf kommen. Da gab es ja auch einige Gerüchte, dass da irgendwas kommen wird. No, 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 da wird nichts kommen, sondern die Super-Valkyrie. Ob da noch eine weitere Supertruppe kommt, das weiß ich nicht. Während wir jetzt hier mal, ja, das sehen. Meine Supertruppen, die ich jetzt im Endeffekt zur Verfügung hätte. Ich habe hier eh nur den Super-Barbaren, weil wir im WTF-Dorf sind. Und ja, wir gucken mal drauf. Sie sieht echt grimmig aus, muss man sagen. Sieht echt grimmig aus. Sie sieht echt aus wie meine Ex-Freundin. Sie guckt auch genauso grimmig rein. Eieieiei, ich weiß echt nicht, was ich von dem Design halten soll, ganz ehrlich. Was hat sie denn? Was sind denn ihre Merkmale? Sie hat eine Axt, eine richtig große Axt, wo sie sich drauf stützt. Sie hat das orangene Haar, aber hat so das an der Seite abrasiert. Das soll dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen gefährlicher aussehen. Sie hat, so wie es aussieht, einen Trank auf dem Rücken. Was ja eigentlich aussieht, wir können ja mal drauf gucken, das sieht im Endeffekt aus wie der Wutzauber. Da lässt sich natürlich jetzt spekulieren, was hat sie denn dann für eine Funktion, wenn sie diesen Wutzauber auf dem Rücken hat, kann man sich im Endeffekt ja schon denken. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr da tippt. Und ja, Sneak Peeks und so weiter, ist ja noch nichts bekannt, aber wenn dann da was kommt, dann wird das auf jeden Fall hier passieren. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter drüber. Und ich würde mal sagen, ich kaufe mir jetzt aber zunächst einmal, kaufe ich mir jetzt hier mal den Goldpass. Vergesst nicht, wenn ihr euch den Goldpass kauft und mich unterstützen wollt, unbedingt Creator-Code MBF eingeben. Bis gleich. So, das müsste jetzt erfolgreich gewesen sein. Moment. Ja, das kaufen wir. So, weiter. Ja. Wir sind jetzt startklar. Und jetzt haben wir schon mal die ersten, ja, auf jeden Fall, also das brauche ich definitiv, die ein Gem-Spende brauche ich definitiv. Na, warte mal, wir können ja gar nichts machen. Leute. Wir können noch gar nichts tun. Ich habe keine Medaillen mehr. Ich habe auch keine Gems mehr. Oh Gott, wir müssen irgendwas loswerden. Hier, Bauarbeiter-Zeugs brauche ich nicht. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal 50 Juwelen. Reicht das denn schon aus, um etwas fertigzustellen aus den ganzen Sachen, die ich jetzt hier eigentlich noch habe im Ausbau? Ja, nein, 67. Wir müssen nur irgendwas loswerden. Schaufeln, Machttrank, das andere ist eigentlich alles zu wertvoll. Buch der Zauber. Boah, das ist aber auch echt wieder ein, das ist wieder eine echte Zwickmühle, muss ich sagen. Aber wir haben ja eigentlich die, ja, wir haben es noch nicht ganz voll. Das Lager, wir haben 16 Millionen, wir bauen jetzt nochmal, komm, wir bauen nochmal ein paar E-Drags aus, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann warte ich mal eben noch ein bisschen. Dann müssen wir gleich mal gucken. Wobei, forschen kann ich doch. Bin doch blöd, forschen kann ich doch, dann ist es doch okay. Dann brauche ich ja gar nichts mehr sonst. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt, glaube ich, immer verkaufen, die Runen. Ja, wenn ich ja jedes Mal 50 Juwelen für kriege, ist doch viel besser. Hä, ich habe den gestartet gestern, der hat den nicht übernommen, der Sackbauer. Oh mein Gott, ich habe das gestern gestartet. Ich habe den gestern auf Level 3 schon gestartet und der hat es nicht übernommen. Unglaublich. Wenn das Spiel direkt danach zumacht, dann scheint er das angeblich nicht gescheit zu übernehmen. Das ist nicht gut. Es regt mich jetzt ein bisschen auf. Das ist ja gar nicht nett. Das ist ja wirklich gar nicht nett. Und okay, wir reden noch ein bisschen über das Update. Ich habe es ja gesagt. Also, das Oktober-Update. Okay, wenn wir ja wissen, es kommt dann die Super-Valkyrie, was auch immer sie für eine Funktion hat. Ich meine, im Endeffekt, man kann sich schon denken, sollt ihr mal ein bisschen selber überlegen, guckt mal gerne oder diskutiert es gerne in den Kommentaren. Und das andere ist, was könnte sonst noch kommen? Quality of Life Changes? Ich persönlich,
sage, es muss ein Kracher mal kommen. Also jetzt wieder nur eine neue Supertruppe und irgendwelche Quality of Life Sachen. Das reicht mir persönlich nicht, vor allem wenn man ja bedenken muss, sie haben das Update ja jetzt schon verschoben. Es sollte ja eigentlich im dritten Quartal kommen, kam es jetzt nicht. Das dritte Quartal wäre bis September gegangen, Ende September. Kam jetzt nicht, jetzt haben wir den 4. Oktober und es ist nicht da. Und ich sage, Leute, wir nehmen jetzt zunächst einmal, oh, die nehmen wir mit. Der hat hier nämlich das Dunkle. Ich sage, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn das so ist, dass da, dass wenn da wirklich solche Sachen kommen, ja, wie ich das gerade gesagt habe, ne? Das wäre ja wirklich gar nicht, das wäre gar nicht empfehlenswert. Warte mal, kriegen wir das irgendwie hin? Passt das? Das ist die kürzeste Reise eines Zeppelins aller Zeiten. Aber es passt. Wir haben zumindest schon mal zwei, drei Sachen kaputt gemacht. Na, immerhin. Na, immerhin. Nein, ich habe keinen König. Ich habe keinen König. Das bedeutet, die Gladi auf Level 13 sollte sich jetzt zumindest im besten Fall schon mal das Luftabwehrchen schnappen. Die Luftabwehr hat sie gemacht. Ja, die Königin sollte sich das Dunkle schnappen. Und wenn sie sich das Dunkle geschnappt hat, haben wir im Endeffekt schon fast alles fertig, was ich eigentlich haben wollte. Damit wir irgendwann unsere kleine Freundin, die Gladi, noch weiter hochziehen können. Nämlich auf Level 14. Die ist nämlich sehr teuer. Das ist immer nicht so ganz so gut. Komm jetzt. Friesel. Na, die hat das Katapult noch mitfriesen können. Ist in Ordnung. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie den zweiten, beziehungsweise den ersten Stern. Warum habe ich schon wieder zwei Giftzauber dabei? Wofür? Brauche ich überhaupt nicht. Aber wir haben den Stern gleich. Alles in Ordnung. Dann muss ich die Giftzauber gleich mal irgendwie Ja, wir werden sie gleich austauschen. Ich werde sie jetzt nicht setzen, sondern wir werden sie gleich austauschen. Oh, kriegen wir das Rathaus noch? Wird knapp. Nein, kriegen wir nicht mehr. Ist aber auch in Ordnung. Ich wollte das Dunkle haben und das haben wir ja gekriegt. Alles in Ordnung. Oh, da oben war noch mal eine suchende Luftmine und die hat aber meinen... Eieiei. Hat den E-Drag ganz... Der hat dem E-Drag ganz schön zugesetzt, aber 7700 Dunkles. Perfekt. So. Können wir noch was anderes fordern? Warte mal. Und zwar Yeti 1, Yeti 2, Valkyrie. Normale Valkyrie wohlgemerkt, ne? Keine Super-Valkyrie. Ja, wie gesagt, es wäre meiner Meinung nach, wäre es etwas wenig. Wieder nur eine Supertruppe. Also, ich habe aber wirklich die Hoffnung, dass da ein Kracher kommt. Also, das ist auf jeden Fall da. Das kleine Pflänzchen der Hoffnung blüht noch. Also, ich bin mal gespannt. Der muss schon mal weg. Jetzt muss noch ein Trank weg. So, jetzt gucken wir mal nach. Also, haben wir denn alles? Zauber, noch einen davon. So, das sind viel zu viele Wutzauber einfach. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe noch keinen Arbeiter frei. In 5 Stunden, 15 Stunden, 17 Stunden, das läuft. Da haben wir auf jeden Fall wieder was zu tun. Allerdings werde ich auch irgendwann wieder angegriffen. Dann verliere ich wieder ordentlich Dunkles, weil ich mich ja hier nicht gescheit wehren kann. Allerdings, oh warte, wir kriegen doch hier noch was. Jetzt kriegen wir noch unsere Gems, die wir brauchen. Passt mal auf. Jetzt kriegen wir unsere Gems. 63. Oh, 67. Komm, mehr noch. Mehr Gems. 72. 73. 76. Haben wir noch irgendwas Kleineres zum Abbauen? Dodo. So, da noch was. Komm. Haben wir noch was fertig? Ja, das haben wir auch fertig. Ja, immerhin. Damit wir mal so langsam in die Pötte kommen mit diesem Account. Auch, dass wir den auch schon mal Update-ready machen auf jeden Fall. Denn das Update, wie gesagt, wenn es vor der Tür steht, wenn es Sneak Peeks gibt, hier werdet ihr erfahren. Ich habe mal nachgeguckt. Also ich nehme mit der Ava Media Box auf, keine Werbung an dieser Stelle. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich mache das Tablet, mein iPad Pro mache ich an die Ava Media dran per HDMI-Kabel, also HDMI zu USB-C. Nehme 2560x1440 auf mit 60 FPS und rendere das dann auch so. Und die Qualität ist einfach nur grandios. Ich habe mir nämlich mal ein, zwei andere Creator angeguckt und dachte so, hä, was? Erstens ist es nur Full HD und zweitens war es auch irgendwie, keine Ahnung, bei so Bewegungen wurde es plötzlich unscharf und das hat dann mit dem Codec zu tun. Also wenn du den falschen Codec nimmst zum Rendern, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Es ist mir wirklich unverständlich, wenn man doch schon, und die haben ja teilweise wirklich auch das teure iPad Pro, verstehe ich nicht. Wenn du das iPad Pro doch schon nimmst, dann nimm doch wenigstens einen gescheiten Codec, dass es dann auch gut aussieht und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Standard-Moped. Man sieht es doch auch. Man sieht doch auch selber, wenn man das Video kontrolliert, dass es einfach
teilweise unscharf ist. Ich verstehe das nicht. Warum macht man das? Warum lädt man es dann hoch? Also das ist mir so unverständlich. Das hier ist 1440p, also das ist schon echt eine krache Auflösung. Muss ich sagen, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich das mal investiert habe. Früher, ihr wisst es, habe ich auch schon mal mit einem Emulator aufgenommen. Die Zeiten sind ja vorbei. So, aber wir zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. So, Luftabwehr, kracher sind kaputt. Und jetzt bitte noch die Meisterhütte. Und hier wird ja, wie gesagt, jetzt zumindest erstmal, soweit ich das gehört habe, im nächsten Update wird hier nichts kommen. Für das Nachtdorf, also wo das hinführen soll mit dem Nachtdorf, keine Ahnung. Wenn man da einfach mal nie Content bringt, verstehe ich nicht, wie die Leute dann da, ja, sozusagen bei der Stange gehalten werden wollen. Wenn du da ja wirklich nie Content bringst. Und wenn du Content bringst, dann sind es halt irgendwie nur, ja, keine Ahnung. Dann sind es nur so neue Verbesserungen quasi der Meisterhütte, da kommt mal eine neue Truppe dabei. Oder da kommt mal ein neues Gebäude dabei. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, wie man dieses Dorf dann irgendwie noch beliebter machen will oder wie man jetzt dafür sorgen will, dass das Dorf wieder irgendwie, ja, aus dem Quark kommt. Und wir kriegen vielleicht 100%, falls da nicht noch irgendwo was ist. 1:06, wir haben jetzt noch Zeit zu reden. Ist okay, einen Barbaren haben wir noch. Haben doch die Kampfmaschine dabei. Ja, und schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare zur Supervalküre. Was wird sie können? Super Valkyrie, haben sie, glaube ich, gesagt, so ungefähr in dem japanischen Stream. Super Valkyrie, arigato. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, Supertruppen sind echt nie verkehrt. Also, versteht mich nicht falsch, wenn da eine Supertruppe kommt und sie kann irgendwas Cooles, zum Beispiel so wie die Superhexe oder der Supermauerbrecher, Super Kobold geht ja auch noch, wenn du den Zeppelin reinpackst gegen das Rathaus, absolut gut. Allerdings alleine. Das alleine als Update-Feature, ne. Was ist mit den ganzen Rathaus 10ern, mit einigen Rathaus 11ern, die nicht alle Supertruppen haben, mit Rathaus 8ern, 7ern, die gucken im Endeffekt dann immer in die Röhre. Und das finde ich persönlich etwas schade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und deswegen, ja, weiß ich auch nicht, es ist schon dann ein bisschen blöd. Wir können auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Danach werden wir, meine Freunde, danach werden wir dann wohl mal noch was ausbauen, beziehungsweise vielleicht noch eine Mauer ausbauen. Hier sieht es ja schon ganz gut aus in der Mitte. Das Rathaus wird schon ordentlich eingeräumt, oder beziehungsweise umrahmt von den Mauern. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, da haben wir auch was fertig. Was haben wir? Buch des Kampfes. Oh, wir können es fertigstellen. Wir können den Yeti fertig machen. Allerdings habe ich danach nichts mehr. Das machen wir morgen. Leute, das machen wir morgen. Also, ich würde mal sagen, kurzer Cut. Trübskis dauern eben noch ein bisschen. Bis gleich. Alles klar, den kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich wollte eigentlich ja noch so eine kleine Wunschliste machen für das Oktober-Update. Wenn da Interesse besteht, dass ich das mal mache, so eine kleine Wunschliste für das anstehende Update, dann auf jeden Fall, ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Es gibt ja mittlerweile echt genug Ideen. Also, da wurde ja genug schon gesagt, was ich denn kommen könnte. Moment, mal eben gucken. Das wird ja schwierig jetzt. Wir gehen von hier vor. Wir gehen von da vor. Queen und Gladi sollen da unten aufräumen, sollen sich möglichst schon mal, ja, die Adler-Dev schnappen. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Wir warten noch. Jetzt schieß. Ja, da drauf schießen bitte. Schieß auf die Königin, damit wir die Gladi schön vorschicken können. Was kann die Gladi machen? Gladi kann sich jetzt erstmal um die Adler-Dev kümmern. Vielleicht kümmert sie sich gleich noch um die Luftabwehr. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich setze da schon mal zwei hin. Die sollen sich um den König kümmern. Warte mal, rauszoomen. So. Oh, die Gladi ist jetzt zwar im Radius vom Single Inferno, macht aber nichts. Sie hat nochmal ordentlich Schaden gemacht. Ist in Ordnung. Die Königin habe ich nochmal gezündet. Die ist jetzt auch kaputt. Aber das sieht doch schon mal ganz solide aus. So. Jetzt kommst du. Und du wirst jetzt bitte durchrödeln bis da vorne zur Luftabwehr. Komm. Bis zur Luftabwehr, bitte. Genau bis da vorne hin. Zack. Haha, Luftabwehr weg. Magierturm weg. Und jetzt, wo laufen sie hin? Ja, noch zum Inferno-Turm. Komm, Inferno-Turm auch noch weg. Inferno-Turm ist auch noch weg. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich will natürlich in diesem Fall eigentlich schon gerne die zwei Sterne mal mitnehmen. Oh, der Drache oben. Guck mal, der Drache oben, der Elektrodrache, kümmert sich oben sogar noch schön um die Elixierlager. Das sieht auch gut aus. Dann machen wir beim Elixier zumindest schon mal kein Minus. Das ist in Ordnung. Wobei ich jetzt auch überlegt habe, das Dunkle jetzt zu sparen.
mal überlegen. Also das Dunkle könnte ich natürlich sparen für die Gladi. Wäre eine Möglichkeit. Ich könnte es aber auch im Labor ausgeben. 176.000, wenn ich da irgendwas Cooles finde. Denn wir haben ja noch das Buch des Kampfes, nicht vergessen. Das könnten wir noch tun. Oh, so viele Fallen, ey, das ist übel. Das ist echt übel. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen Dunkles kriegen würde, das wäre geil. Aber boah, da waren echt viele Fallen. Mein lieber Mann hat der da viele Fallen platziert gehabt. Und ohne Warden sind sie diesen Fallen natürlich auch schutzlos ausgeliefert. Ah, die Tesla-Farm, oben ist das gleich weg. Die Tesla-Farm kriegen wir vielleicht noch. Nein, nicht ganz. Maximalen Bonus vielleicht noch? Nee, kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr ganz. Den hätten wir ja, den wir bei 70% kriegen. Wir sind bei 69%. Aber ist auch egal, denn wenn er jetzt gleich explodiert, dann kriegen wir auf jeden Fall ja nochmal etwas Gold. Ist zwar nicht so viel, aber doch noch, ich glaube 14.000 noch. Ist okay. Naja, 133.000 Bonus obendrauf. Absolut in Ordnung. Wir können aber drauf gucken. Also, was haben wir denn zur Verfügung? Hawk Rider 280.000. Boah, den würde ich so gerne hochziehen für Go Hawk. Für Hybrid müsste ich erstmal den Tunnelgräber hochziehen. Der ist ja nicht machbar, weil er Elixier kostet. Der Valkyrie. 50.000. Wie lange dauert die denn? 5 Tage. Boah, könnte ich eigentlich auch machen. Wenn man ja überlegt, dass die Super-Valkyrie kommt, allerdings kann ich die ja in meinen anderen Accounts auch noch spielen. Nein, wir müssen echt sparen auf den Hawk Rider. Boah, 280.000. Oder 200.000 für den Golem. Kriegen wir beides nicht hin. Aber ich habe ja gesagt, wenn man das vielleicht nur eben fertig, kriegen wir, glaube ich, nicht, ne? Nein, nein, nein. Ich habe gerade nämlich noch mal ein paar Gems ausgegeben. Schande über mich. Ich habe noch mal ein paar Gems ausgegeben und habe da mit den Gems die Truppen noch fertig gemacht. Ich glaube, 10 oder 11, 12 Stück waren es, die ich da noch ausgegeben habe. Aber ist auch in Ordnung. Wir sehen uns in einer weiteren Episode wieder. Ja, ich hole mir aber, glaube ich, mal eben noch zumindest den Schutz. Den Schutz holen wir uns zumindest noch, bis ich mir überlegt habe, was ich damit anstelle mit dem ganzen Zeugs. Und dann bis später in einer neuen Episode, beziehungsweise morgen. Lasst krachen, schaut wieder rein, gebt den Creator-Code ein, MBF, und dann bis morgen. Tschüss.